Willkommen zurück zu einem ergänzenden Video zu meinen Tipps zum Mogulreich. Ich wurde mehrfach gefragt, wie man am Ende der Questline noch einmal auf 1500 Diplomatie kommen kann. Wenn ihr die Quests seht, dann seht ihr, dass zum Abschluss eben nochmal 1500 Diplomatie notwendig werden. Und ich möchte in diesem Video zeigen, wie man das relativ einfach hinbekommt. Das Besondere in der Questline ist, dass die vorletzte Quest eine Quest ist, die das allerletzte Gebäude zu bauen erfordert, also das Havili. Wenn man hier im Forschungsbaum guckt, das Havili ist das letzte Gebäude und ihr müsst den kompletten Forschungsbaum durchgeforscht haben, um dieses Gebäude bauen zu können. Das heißt, ihr müsst bereits die gesamten Güter ausgegeben haben, um das Havili aufbauen zu können. Und im Anschluss gibt es nochmal eine Quest, die weitere Güter erfordert, und zwar 50 von jedem Gut. Und das müsst ihr euch im Prinzip hier für die 1500 Diplomatie zunutze machen. Ich werde jetzt mal eben meine Ernte einsammeln. Ich habe das jetzt schon so angepasst, dass es genau passen müsste, dass ich jetzt hier die fehlenden Güter einsammle. Ja, auf den ersten Blick habe ich keine Vervielfachung gesehen. Ist aber nicht weiter wild. Ich habe jetzt hier alle Güter beisammen, wie ihr seht. Und ich bin jetzt im Prinzip an dem Status angekommen, wo ich keinerlei Gütergebäude mehr brauche. Die kann ich also jetzt hier alle abreißen. Starte vielleicht mal vorher die anderen Produktionen neu für morgen früh zum Abholen, damit die mir nicht im Weg sind. Jetzt beim Abreißen und ich an den Monden relativ einfach erkenne, welche Gebäude ich jetzt hier abreißen kann. So, das wäre erreicht. Und das letzte Ziel ist ja im Prinzip die 1500 Diplomatie zu erreichen. Wie ihr seht, habe ich hier gerade aktuell nur 324, aber ich würde meine Stadt jetzt natürlich wieder so umbauen, dass ich diese Kettengebäude hier anschließen kann. Dazu verlege ich jetzt hier wieder einige meiner Gebäude. Die Rupien produzieren brauche ich ja gar nicht mehr, weil ich ja auch keine Güter mehr produzieren möchte. Das heißt, die müssen jetzt alle nicht mehr angeschlossen sein. Schiebe jetzt also erstmal alles aus dem Weg. Und sorge dafür, dass ich meine Kettengebäude wieder anschließe. Und zum einen der Wasserkanal. Und bei der Allee, die kann man sich eigentlich auch sparen, weil wenn man die mal zusammen addiert, man hat hier 24 Diplomatie plus 25 Diplomatie in der längsten Kettenstufe. Das wären also insgesamt auch nur 49 Diplomatie. Und das Baldachin hat schon mehr, das hat schon 63. Wenn man statt der Alleen, die ja auf den ersten Stufen auch lange noch nicht diesen Diplomatiewert erreichen, jetzt das Baldachin baut, kommt man eigentlich besser an der Stelle. So, ihr seht, ich habe jetzt auch jede Menge Einwohner übrig. Ich werde jetzt die Stadt so umbauen, dass ich noch ein paar von den Chahabak aufstellen kann. Denn die sind ja das beste Diplomatiegebäude. Die haben ja 150 Diplomatie auf der Grundfläche. Und davon versuche ich jetzt noch so viele wie möglich unterzubekommen. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Kann ja auch noch Gebäude abreißen. Sehr wahrscheinlich. Also ich kann zum Beispiel die Chatris abreißen, weil die sind zu
ineffizient, was Diplomatieproduktion angeht. Die reiße ich jetzt ab. Die haben hier nur 16 Diplomatie. Und ich brauche die ja auch alle nicht mehr für mein Z-Gebäude, weil ich ja jetzt auch alle Güter zusammen habe. So, und schiebt das jetzt hier alles beiseite. Am Ende lohnt es sich vielleicht doch noch, hier irgendwie ein, zwei Chartris hinzustellen, um sie hier irgendwo dazwischen zu quetschen, aber erst einmal räume ich alles aus dem Weg, auch die Straßen hier räume ich aus dem Weg und stelle sie an Positionen, wo ich definitiv keine Wasserkanäle oder sowas mehr hinbauen kann und nutze nur die Straßen, die ich jetzt im Prinzip noch zur Verfügung habe, um jetzt noch die Chahabags zu bauen. Weitere. So, genau, die habe ich jetzt hier schon mal beiseite. Dann werde ich jetzt hier nochmal Chahabags aufstellen. Kriege ich hier noch eins hin? Ja. So, das sind jetzt hier fünf weitere Chahabags, das heißt 5 mal 150. Das wären also 750 Diplomatie, die jetzt noch hier hinzukommen. So, was ich jetzt aber noch überhaupt nicht gemacht habe, ist mit meinen überschüssigen Gütern, die ich ja hier noch besorgen musste, weitere Felder freizuschalten. Also ich kann ja jetzt hier noch weitere Erweiterungen freischalten. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, wie man da am besten vorgeht. Wie ihr seht, kann ich jetzt zum Beispiel eine Preiserweiterung freischalten mit dem Sari, was ich überschüssig habe. Aber ich gehe jetzt hier mal in den FOE-Helfer für die Siedlung und zeige mir mal die nächsten Erweiterungen an und sehe da, wie die Preissteigerung ist. Also die nächste Erweiterung kostet mich hier eben 60 Sari. Oder 23 Rupien oder 48 Gewürze. Und jetzt muss ich mal abgleichen, was jetzt hier wie sinnvoll ist. Also bei Sari habe ich zum Beispiel noch ein bisschen Puffer. Also ich könnte erst noch mal zwei Dinge mit Lotusblüten kaufen und die Preissteigerung quasi akzeptieren, weil 66 Sari habe ich auch noch und 58 Gewürze habe ich auch noch. Deswegen baue ich jetzt hier erstmal zweimal die Erweiterung mit den Lotusblüten und suche mir da Felder aus, die möglichst effizient sind, wo ich dann einfach noch ein bisschen was Zusätzliches an Gebäuden aufstellen kann. Also ich sehe zum Beispiel, dass ich hier relativ viel Freiraum habe. Den könnte ich nutzen. Hier oben zwischen diesen beiden Erweiterungen sieht es auch ganz gut aus. Da habe ich auch noch ein bisschen Platz. Oder auch hier zwischen den Erweiterungen. Also werde ich jetzt hier erstmal zwei hier unten kaufen. Und jetzt schaue ich mal, wie ich die nächsten Erweiterungen freischalte. Ich habe jetzt noch einen Vorrat von 76 Sari und von 74 Gewürzen. Ich könnte also auch noch die nächste Erweiterung erstmal hier mit den Lotusblüten freischalten. Da hole ich mir jetzt mal die hier. Geht auch noch bei der nächsten. Also nochmal Lotusblüten. Ich habe jetzt gar keine Lotusblüten mehr übrig. Das heißt, ich hole mir jetzt die letzten zwei Erweiterungen mit dem, was ich jetzt noch habe. Und zwar die beiden hier oben, weil da eben nochmal relativ viel Platz zwischen ist. Und einmal mit Gewürzen. So. So, das ist jetzt hier die Gesamtfläche, die ich habe. Und ich sorge jetzt einfach dafür, dass ich mir noch ein bisschen Platz beschaffe. Ich ziehe zum Beispiel hier das Chahabag hier einmal nach unten aus dem Weg. Dafür lege ich auch die Diplomatie nicht. Hier oben könnte ich einfach noch einen Chahabag hinbauen, wenn ich mir. Hier kann ich auf jeden Fall noch einen Chahabag hinbauen, wie ihr seht. Das sind dann weitere 150 Diplomatie,
die ich hier bekommen würde. Dann natürlich an die frei gewordene Stelle. Und dann muss ich mal gucken. Hier oben passt leider kein Schaharback mehr dazwischen, aber es passt dazwischen ein Havili. Das könnte ich jetzt hier dazwischen schieben. Dann wäre das aus dem Weg und könnte vielleicht hier nochmal einen Schaharback irgendwo unterbekommen. Da würde noch eins hinpassen, wie ihr seht. Aber dazu muss es erstmal fertiggestellt werden. Beziehungsweise dazu müssen die, die ich jetzt in Produktion habe, erstmal fertiggestellt werden. Aber wir können ja auch mal kurz rechnen, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Ich habe jetzt hier im Bau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chahabak. 7 mal 150 sind 1050. Und wie ihr seht, bin ich hier damit schon deutlich drüber. Also ich bin jetzt schon bei 1600 und 74 Diplomatie und brauche also den restlichen Platz eigentlich gar nicht mehr ausnutzen. Und hier seht ihr, wie das Ganze einige Stunden später aussah. Ihr seht, ich habe hier die 1500 Diplomatie gut erreichen können. Ich könnte jetzt hier auch noch ein weiteres Chahabak hinstellen, wenn ich mir noch ein bisschen noch ein kleines Barwan aufbaue. Das kann ich ja eben noch mal so kurz demonstrieren. Das Barwan baue ich schnell auf, dann habe ich die notwendige Diplomatie, um das Chahabak hier hinzustellen. Und ich könnte zusätzlich noch Freiflächen mit den Wasserkanälen bestellen. Hier zum Beispiel, wenn man ein bisschen hin und her schiebt, findet man vielleicht auch noch andere Stellen, wo man das machen kann. Man kann hier zum Beispiel auch dieses Chahabak hier nach oben schieben, dann einfach die Straße hier unten anbinden, die Straßen hier alle löschen. Und auch da würde jetzt nochmal eine Allee hinpassen. Und so finden sich hier über den gesamten Bereich noch so einzelne Bereiche, wo man überall noch Wasserkanäle und Alleen platzieren könnte und dadurch noch weitere Diplomatie zusammenbekommen könnte. Also ihr seht, ich habe jetzt 1770. Hier baut noch ein Chahabak, also nochmal 150 würden oben drauf kommen. Also bin ich sogar bei 1920 Diplomatie am Ende mit der glücklichen Vervielfachung, die ich hier noch einmal hatte. Aber ich habe es jetzt nur noch mal so auf die Spitze getrieben, um zu demonstrieren, dass es auch ohne dieses Glück eigentlich recht gut klappen sollte, dass ihr die Diplomatie auf der Gesamtfläche unterbekommt. Gut, dann kann ich die Quest abschließen. Und habe damit auch die Siedlung abgeschlossen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und es euch helfen konnte, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.